Hallöchen, guten Morgen. Das ist ja wie im Urlaub. Also die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Und das um 7.26 Uhr. Ist das nicht schön? Ja, wir sind schon seit 6:30 wach oder kurz nach 6. Ich weiß nicht. Also so irgendwie zwischen 6 und 6:30. Ja, Theo ist auch schon wach, ne? Ja. Und jetzt wird erstmal Sport gemacht. Das mache ich in letzter Zeit immer. Das ist irgendwie so voll meine Routine. Ich liebe es. Und das erste Mal mit meinen tollen neuen Sachen von Oceans Apart, die ich mir selber bestellt. Also keine Kooperation oder so. Einfach eine ganz normale schwarze Leggings und ein weißes Oberteil. Ich dachte mir, wow, das ist mal was anderes. Jetzt geht's erstmal los mit einem, wahrscheinlich mit einem Pamela Reif Workout. Und mache mir jetzt Frühstück, also für Theo und für mich. So, bitte nicht wundern, dass es rosa ist. Wenn, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben das ja von einer Freundin bekommen zum Testen. Das ist von Twist Shake und ich liebe es und ich muss mir das auch noch mal holen. Theo bekommt ein bisschen Brot mit Frischkäse und ein bisschen Apfelmark, Avocado. Und gerade ist er dabei, eine Banane zu mampfen. Bei mir gibt es ein Brotomelett. Das ist so ein glutenfreies Brot, habe ich bei Rewe gefunden. Und alles irgendwie jetzt ummantelt. Zwei Brote, ein bisschen Avocado und Banane. Und hier noch ein bisschen Joghurt mit ein bisschen Müsli und ein Latte Macchiato und ein Saft. Ja, und nicht wundern, dass die Mikrowelle genau hier steht. Ich brauche Ikea. Ikea, du musst zurückkommen. Hallo. Willkommen zurück von der roten Ampel. Ja, wir sind auf dem Weg zu einem Treffen und was wir da machen, das seht ihr dann. Ich wollte nur kurz sagen, letzte Woche kam kein Video, aber auch nur, weil ich einfach nicht wusste, was ich hochladen soll. Und man macht ja nicht so viel, man erlebt ja momentan nicht so viel und deswegen muss man dankbar sein für jedes kleine Fitzchen. Und freut sich über jede Kleinigkeit. Aber man bringt es auch nichts, Däumchen zu drehen und irgendwas zu erzählen in meinen Videos. Das macht dann keinen Sinn. Von daher gibt es heute mal wieder ein Video und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, weil wir heute einfach einen schönen Tag verbringen. Es ist sonnig. Momentan ist es leider gerade ein bisschen bedeckt, aber die Sonne kommt raus und dann werden wir heute einen tollen Tag haben, hoffentlich. Und genau. Also an dieser Stelle tolle Perspektive. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo! Ich hatte tatsächlich gerade ein richtig, richtig tolles Shooting mit der lieben Marie. Hallo! Ja, sie macht richtig, richtig tolle Bilder. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Und ich bin schon so gespannt auf die Ergebnisse. Dankeschön! Wir sind jetzt hier immer noch im Auto. Wir warten auf meine Schwester, die uns begleitet hat. Und Theo ist fix und fertig in seinem Kindersitz. Ja, aber er hat das auch mega, mega gut gemacht. Jetzt gibt es Mittagessen, weil es jetzt gleich 12:30 und Zeit zum Mittagessen. Ach nee, Theo schläft gar nicht. Der ist wach. Meine Schwester ist auch da und sie hat uns ganz viel Pesto mitgebracht. Jux! Tada! Ganz viel Pesto von der Arbeit, so Probepackungen oder so. Ja, bei uns gibt es jetzt Nudeln mit Pesto und einer schönen leckeren Cola Zero. Von den kleinen Theo gibt es einfach Avocado-Nudeln. Bestellt. Auf jeden Fall ein paar Oberteile, zwei Hosen. Ich finde es immer so schwierig, das wieder zuzuordnen. Ja, das ist
Das fand ich auch ganz süß, das Blümchen. Ach, ein Kleid. Das ist auch süß, ne? Das hätte ja, ich jetzt natürlich auch super anziehen. Aber ja. Schup, wo ist der Theo? Kuckuck, kuckuck, bah. Kuckuck, bah. Sieht auch schon wieder so ultra eng aus. So, ich bin fündig geworden. Ich hatte nämlich eine Hose und ein Oberteil. Alles andere ist mir bisschen zu freizügig tatsächlich gewesen. Ich hatte so Wickeloberteile. Die waren echt cool, aber ein bisschen zu viel Dekolleté, ein bisschen zu viel Bauch. Das war mir zu viel oder beziehungsweise zu wenig Stoff. Ja, also man muss ja auch nicht übertreiben. Ne? Deswegen ein Oberteil und eine Hose und super schöne Farbe. Ein ganz schönes Top, finde ich richtig toll. Ich mag die Farbe. Total meins. Ich finde es ja immer so schrecklich, dass hier so lange Bänder dran sind. Und diese Bänder nerven mich auch übelst. Und für ein Kleiderbügel ist es natürlich praktisch. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Crop Top. Sieht total mini aus, aber der Stoff ist total stretchy und richtig toll. Und deswegen, also das ist auf jeden Fall meine Ausbeute. Morgen kommt definitiv noch eine Bestellung von Zalando. Und da sind Sachen für Theo drin, genau. Man macht hier was mit. Theo hat heute Morgen schon hier zwischen Toilette und Wand rumgespielt. Weil da ist so ein Eimer, den hat er schon umgekippt und im Schlafzimmer hat er eine ganze Box Taschentücher auseinandergenommen. Also ich habe hier keine Langeweile und es entsteht ganz schnell Chaos, obwohl hier relativ wenig rumliegt. Ich habe hier auch immer extra so eine kleine Spielschale, aber ja, die Türen sind auch nicht gesichert, also er kann überall ran. Aber er kann sich auch eigentlich nie verletzen. Solange er nicht hinfällt auf die Fliesen, ist alles gut. So, Theo, du stellst dich immer hin, ne? Immer hinstellen. Hinsetzen musst du dich. Hinsetzen. Und reinschneiden, ne? So. So. Und drehen. Tschuck. Wieder anfängt mit der Eingewöhnung. Und am nächsten Tag aber fand ich wieder doof. Wir hatten so einen schönen Nachmittag auf dem Spielplatz, aber jetzt zum Ende, 17.24 Uhr, ist es schon ziemlich kalt. Und ich muss sagen, ich bin auch echt platt. Ich bin gerutscht mit Theo zum ersten Mal und wir hatten da auch eine Seilbahn. Es war schon sehr schön. Wir kommen jetzt noch eine Kleinigkeit ein, ne Theo? Und dann gibt's heute Abend der Bachelor. Und Mama isst dann was Leckeres. Und Theo schläft hoffentlich ganz tief und fest. Letztes Mal, als wir so draußen unterwegs waren und auch irgendwie so, ja, mit Wiese und Krabbeln und hier und da, da hat Theo dann in der Nacht danach so gut geschlafen und drückt mir die Daumen, auch wenn es jetzt schon viel zu spät ist, dass er hoffentlich gut schläft. Nächster Tag und ich sitze hier immer wieder bei meinem Sofa. Und ich werde jetzt gleich ein bisschen was zeichnen, malen für Hochzeitsvorbereitungen. Also nein, ich werde nicht heiraten. Nein, mein Cousin heiratet und der bekommt ein Geschenk und dafür male ich etwas. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, denn gestern hatten wir echt einen schönen Tag mit dem Fotoshooting. Hat total viel Spaß gemacht und auch ja, der Nachmittag an sich. Auf dem Spielplatz waren wir und Theo ist zum ersten Mal gerutscht und geschaukelt. Und ja, das war schon sehr schön und er hat total viel Spaß daran gehabt, andere Kinder zu beobachten. Also er saß dann in seinem Kinderwagen mit einer kleinen Knabberstange und hat dann die Kinder beobachtet beim Rutschen. Das fand er so, so, so toll. Also vielleicht sollten wir öfter auf den Spielplatz gehen. Ja, es wird ja dann auch immer mehr und
teilweise will er dann auch krabbeln und so. Ich glaube, ich muss mal so eine Matschhose holen. Dann passiert da auch den normalen Klamotten nichts. Und ja, ansonsten ist er auch ein super, super süßer kleiner Entdecker momentan. Er kramt alles raus. Jede Tür, die irgendwie zu öffnen geht, die macht er auf und holt irgendwelche Sachen raus. Nimmt dann auch teilweise die Sachen mit von Raum zu Raum. Und ja, das ist schon ganz schön. Das ist aufregend, das ist lustig, vielleicht auch manchmal stressig. Und dann wird auch mal geschimpft. Aber ansonsten... ja, schon ein ganz tolles, zauberhaftes Alter. Ich glaube, jeder Monat hat sowas Besonderes für sich. Und gerade jetzt, wo er immer aktiver wird und immer mehr mitkriegt und so, ja, das ist schon schön. Und ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Genau, wir sehen uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde mich freuen. An dieser Stelle sage ich noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.